denn ich habe dem Diktum von Gottfried Benn folgend, der gesagt hat, man schreibt eigentlich alles, was man schreibt, damit vielleicht 7 Texte übrig bleiben, habe ich gleich nur 7 Texte geschrieben. Und das sind mittlerweile auch die meisten großen Texte der konkreten Poesie. Die kommt zum Beispiel irgendwann auf, ja, es kommt gleich, glaube ich sogar, Ordnung und Unordnung. Das ist der meist bedruckte Text des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist einfach eine Tatsache. In vielen Schulbüchern zu finden, hat mich natürlich verhasst gemacht bei vielen Schülern, die bei Schulaufsätzen dann vielleicht eine schlechte Note bekommen haben. Aber so hat das eben angefangen und später gab es dann Weiterung in die Objektkunst. Das wäre die Frage gewesen, wie kommt es bei den Umweltern, wie passiert der Schritt dann tatsächlich, dass das Wort des Platzes verletzt sozusagen in den Raum geht oder den Raum beschreibt? Oder? Na, ich meine, auf Papier kann man ja viel sagen oder schreiben, aber damit es sich Leben gewinnt und verbindlich wird, muss es ein bisschen intensiver wirken. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt. Einerseits